Vielen Dank, dass ihr wieder auf mein Video geklickt habt. Mein erster Review bezüglich der Stoffbänder hat für mich überraschenderweise viele positive Reaktionen gebracht. Einige davon versuche ich hier umzusetzen. Der Ton war nicht ideal, ich weiß das, und da muss ich noch ein kleines bisschen rumexperimentieren. Das Video war vielleicht etwas zu lang, deshalb versuche ich dieses hier kürzer zu machen. Eine Frage habe ich, es gab ein negatives Feedback, allerdings ohne Kommentar. Meine Bitte daher, wenn euch etwas nicht gefällt, dann sagt es bitte, denn nur so kann ich es besser machen. Heute möchte ich mit euch meine Gedanken zu meiner perfekten Urlaubsuhr teilen. Im Rennen für meine perfekte Urlaubsuhr sind die Sinn U1, die Sinn 556i, die Sinn 240 STGZ, die Sinn 856 UTC und die G-Shock GD350-8. Was sind meine Anforderungen an die perfekte Urlaubsuhr? Nun ja, sie muss wasserdicht sein. Sie muss vor allem wasserdicht sein und an zweiter Stelle muss sie wasserdicht sein. Drittens muss sie robust sein, viertens vielseitig und fünftens schön. Das heißt, sie muss mir gefallen und ich muss Freude daran haben, sie zu tragen. Um welchen Urlaub geht es? Als Gedankenexperiment fahren wir auf eine norddeutsche Insel. Wir sind zwei Pärchen, zwei Hunde, haben eine Ferienwohnung, planen viel am Strand zu sein, viel unterwegs zu sein, uns Fahrräder zu leihen, auch Mountainbikes quer über die Insel zu fahren und ansonsten zu grillen, zu kochen und viel zu feiern. Das sind die Kandidaten. Fangen wir mit der U1 an und legen die anderen kurz zur Seite. Übrigens, Andi, ich habe deinen Tipp zur Rate gezogen und zu Herzen genommen. Eine Unterlage, es kratzt nicht mehr, ich werde die Uhren nicht mehr mit dem Glas auf den Tisch legen. Vielen Dank für diesen Tipp. Die U1 als Urlaubsuhr. Was spricht dafür? Nun, diese U1 ist voll tegmentiert. Und wenn ich sie mal näher an die Kamera halte, dann seht ihr, dass ihr nichts seht. Diese Uhr begleitet mich seit mehreren Jahren in meine Urlaube, hat Flaschentauchgänge hinter sich, Hundetrainings, Mountainbike-Touren, so ziemlich alles, was ich mache, macht diese Uhr auch mit. Warum hört das Video an dieser Stelle nicht auf? Relativ einfach, die Uhr ist, wie ihr sehen könnt, vergleichsweise hoch, an meinem Arm relativ groß und sie ist relativ schwer. Das heißt, zwei oder drei Wochen ununterbrochen am Arm könnte ich als störend empfinden. Insofern ja, sie ist definitiv im Rennen, aber sie ist nicht jetzt schon der alleinige Sieger. Die zweite Uhr, die in Betracht kommt, ist die Sinn 856 UTC. Der große Vorteil ist hier, es ist eine vergleichsweise flache Uhr, sie ist deutlich leichter als die U1, ist auch tegmentiert und somit sehr viel weniger kratzanfällig und auch dieser Uhr sieht man nicht an, dass sie schon mehrere Jahre alt ist. Im Vergleich zu der U1 muss ich sagen, hat meine 856 die deutlich schlechtere Leuchtmasse und ist somit nachts nicht gut ablesbar. Dafür hat sie die Zeitzone, die zweite Zeitzone, die bei norddeutschen Inseln wirklich nicht wichtig ist, aber ansonsten im Urlaub durchaus sehr nützlich sein könnte. Am Arm macht sie eine schlanke Figur, trägt sich sehr angenehm, trägt nicht auf und würde auch nach einigen Wochen nicht stören. Das wäre die 856. Hier kommen wir zur G-Shock 350 GD8.
Der große Vorteil dieser Uhr ist, man muss keine Rücksicht nehmen. Ein Totalverlust wäre nicht dramatisch. Sie ist dafür gemacht, hart drangenommen zu werden. Sie ist extrem leicht am Arm, aber schon sehr präsent. Dafür ist sie eine der Uhren, die definitiv unauffällig ist und nirgendwo auf der Welt Begehrlichkeiten weckt. Die vierte Uhr im Rennen ist die 240 STGZ. Wie gesagt, das Szenario ging davon aus, es geht an eine norddeutsche Insel. Hier haben wir also Gezeiten. Insofern wäre eine Gezeitenuhr ideal für den Urlaub. Für den Urlaub würde ich eventuell das Stahlband dran machen, auch wenn mir das blaue Lederband optisch besser gefällt. Sie ist aber relativ empfindlich, was die Oberfläche betrifft. Sie hat schon leichte Spuren in der Mattierung. Insofern würde ich sie wohl eher nicht am Strand tragen, aber mir morgens anschauen, wann mit Flut bzw. Ebbe zu rechnen ist. Und sie wäre auch eine Uhr, die hervorragend geeignet wäre, abends auszugehen, ein Burger, eine Pizza oder was auch immer ansteht. Die Uhr würde gut hier passen. Die letzte Uhr im Rennen ist die Sinn 556. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gut erkennen kann, doch hier sieht man es. Sie hat den roten Sekundenzeiger, was sie etwas sportlicher macht. Sie ist eine kleine Uhr, eine vergleichsweise leichte Uhr, zumindest verglichen mit der U1, ist nicht degimentiert und trotzdem deutlich weniger kratzempfindlich als die 240. Und am Arm ist sie in meinen Augen der Allrounder schlechthin. Sie fällt nicht auf, sie trägt nicht auf, sie ist wasserdicht, sie ist leicht und in ihrer Schlichtheit besticht sie, ohne irgendwelche Merkmale zu haben, die sie besonders herausstechen lassen würden. Wenn ich meine fünf Kandidaten nebeneinander lege, bleibt natürlich die Frage, welche geht mit in den Urlaub? Ich weiß nicht, wie ihr euch entscheiden würdet. Ich für mich habe die ideale Lösung gefunden. Und die ideale Lösung für meine Urlaubsuhr heißt Pelicase. In diesem Pelicase habe ich Rohrisolierungen eingesetzt, sodass ich jede Uhr wunderbar verpacken kann. Das Pelicase ist leicht, wasserdicht, schützt die Uhren, sodass ich quasi im Handgepäck, nicht im Handschuhfach, aber im Handgepäck meine Uhren einpacken kann und auch im Urlaub für jede Situation gerüstet bin. Die kommt an den Arm, da war sie auch vor dem Video. So sieht meine perfekte Urlaubsuhr aus. Eine Box und eine am Arm. Ich bedanke mich fürs Reinschauen.